Schönen guten Tag, mein Name ist Nicola Naik und ich freue mich sehr, Sie heute zum Webinar Datenanbindung und wie kopple ich meine Daten an die SAP Analytics Cloud begrüßen zu dürfen. Ich werde das Webinar heute nicht alleine durchführen. Mit mir dabei ist mein Kollege Andreas Bahr. Entsprechend hier einfach mal zwei kurze Bilder von uns und eine kleine Vita, damit Sie wissen, mit wem Sie es in den nächsten 30 Minuten zu tun haben. Auch vorbereitend auf den Inhalt hier nochmal eine kleine Zusammenfassung, einen Überblick zu den Inhalten, die wir heute behandeln werden. Ganz wichtig, wir zeigen das jetzt natürlich nicht nur in Slides und in der Theorie, sondern haben hier auch ganz praktische Beispiele dazu aufgebaut, so dass wir Ihnen dann eben auch in der SAP Analytics Cloud exemplarisch hier mal die Verbindung mit SAP BW und weiteren Datenquellen aufzeigen können. Ja, hier zwar von der Formatierung ein wenig zerhauen, aber ich denke, Sie kennen das schon. Der Disclaimer des Herstellers, der SAP. Natürlich sind alle Aussagen, zum Beispiel zur Roadmap und Ähnliches, entsprechend auf den Hersteller zurückzuführen. Und ja, zum Teil verwenden wir hier kleine Ausschnitte vom Hersteller selbst. Die SPS AG, wie wir uns nennen, die SAP Analytics Manufaktur, wir stehen für den kompletten analytischen Zyklus und wir haben hier den Anspruch, eine Form von 360-Grad-Sicht für Ihre Informationen zu schaffen. Letztendlich fängt alles hier vorne an, bei der Planung. Planung hat natürlich auch immer sehr viel damit zu tun, dass man natürlich aus der Vergangenheit lernt, dass man weiß, wie die Dinge zusammenhängen und eventuell auch unterschiedliche Bereiche aufeinander Einfluss haben. Und das verstehen wir hier auch unter dem Bereich Visualisieren und Entdecken. Das alles möchte ich natürlich allen relevanten Anwendern zur Verfügung stellen, gemäß eines abgestimmten Berechtigungskonzepts. Und ich möchte das über alle meine relevanten Unternehmensinformationen hinweg tun können. Also möglichst ohne viele Schnittstellen zu haben und hier ein buntes Potpourri von Daten überall zusammen sammeln zu müssen. Außerdem möchte ich in der Lage sein, meinen Anwendern die Informationen beispielsweise auch mobil zur Verfügung zu stellen oder wenn die Mitarbeiter im Homeoffice unterwegs sind. Die Königsklasse ist natürlich, wenn wir nicht nur eine Vergangenheits- bis Gegenwartsbetrachtung haben, sondern sich das auch noch in Szenarien für die Zukunft, sprich Vorhersagen, abbilden lässt. Und letztendlich tun wir das natürlich alles, um das Ganze wieder in die operativen Prozesse hier mit einfließen zu lassen. Und da ist es natürlich gut, immer einen Schritt voraus zu sein und schon eine Idee davon zu bekommen, wie sich bestimmte Sachverhalte eben auch morgen verhalten werden und gegebenenfalls, was passiert, wenn bestimmte Szenarien eintreten. Bleiben wir also in diesem analytischen Denkmodell, so ist es uns immer möglich, weiter aus unseren Informationen und ja, unseren Entdeckungen zu lernen und letztendlich hier optimierter zu planen und das Ganze in den Gesamtzyklus einzubringen und anzupassen. Gemäß dieser Philosophie, die wir im Kontext SAP Analytics ganzheitlich als SPS AG abdecken, passt dies eben auch hervorragend zu dem, was die SAP Analytics Cloud in ihrer 360-Grad-Lösung mitbringt und was man auch gar nicht oft genug wiederholen kann. All das Gesagte steckt nämlich hier auch im Grundkonzept dieses Instrumentes und grundsätzlich habe ich eben hier auch diesen kompletten Zyklus integriert mit all seinen Benutzergruppen, mit all seinen Zugangsmöglichkeiten, mit dem Thema Planung, BI und Predictive und natürlich auch dem Thema ja, Self-Service BI, klassisches
Reporting und auch, ich nenne es jetzt mal pixelgenaues Reporting, beispielsweise in Form von PDF-Generierung. Das alles steht Ihnen hier mit einem Instrument zur Verfügung und ich habe eben hier die Verbindungsmöglichkeiten zu meinen Ursprungsdaten, zu meinen Applikationen. Und das ist das, worauf wir uns heute konzentrieren, die Datenverbindungen zur SAP Analytics Cloud. Und dass wir das können und auch schon in einigen Projekten umgesetzt haben, das möchten wir eben hier auch mit dem Auszug aus unseren Projekten beweisen. Hat es auch wieder ein bisschen zerhauen hier offensichtlich durch die Click-Meeting-Software. Aber ich denke, es ist durchaus sehr schön veranschaulicht, eine ansehnliche Referenzfolie in unserer reinen SAP Analytics Cloud-Projekte, die wir bereits durchgeführt haben, auch noch am Durchführen sind, die zum Teil eben in entsprechende Projekte überführt wurden, wo man aber auch zum Teil natürlich noch in Proof of Concept oder Evaluierungsphasen drin ist. Einfach um Ihnen hier mal einen Eindruck zu vermitteln, dass wir das durchaus können. Und deswegen habe ich Ihnen einfach auch mal ganz vereinfacht und schematisch hier dargestellt, welche unterschiedlichen Verbindungen wir bei diesen vorgenannten Kunden auch bereits umgesetzt haben. Da gibt es zum einen diese durchgezogenen Linien, die ich hier jetzt mal als Importfunktion dargestellt habe. Zum Beispiel laden wir hier die Daten aus dem ERP-System, aus anderen Cloud-Anwendungen, wie zum Beispiel SuccessFactors oder Concur oder eben aber auch aus einer Excel-Tabelle bzw. mehreren Excel-Tabellen in die SAP Analytics Cloud hinein, modellieren dort entsprechend das Ganze, setzen dort unsere Stories und unsere Dashboards auf. Ganz wichtig, bei dieser Form von Verbindung muss es immer einen, ich nenne es jetzt mal Refresh der Daten geben. Das kann entweder manuell geschehen oder, und das zeigen wir auch gleich nochmal, das kann natürlich auch parametrisiert werden. Das heißt, ich stelle ein, wie oft sollen die Daten hier aktualisiert werden, einmal am Tag, zweimal am Tag, was auch immer Sie da wünschen und wie aktuell die Daten natürlich sein sollen. Ich denke, das ist eine Verbindung, die ist eine Form von Standard natürlich, auch bei vielen anderen Softwareprodukten hier. Bei den gestrichelten Linien hier handelt es sich um eine sehr besondere Verbindung, nämlich der sogenannten SAP Analytics Cloud Live-Verbindung. Hier ist es so, dass in Echtzeit hier beispielsweise auf ein S4-System zugegriffen wird oder natürlich hier auch im Hintergrund ein BW-System mit der entsprechenden dafür notwendigen Version und dass die Daten hinter der Firewall des Unternehmens verbleiben, sprich überhaupt keine Daten von hier nach hier verschoben werden, sondern hier lediglich die Anzeige derer für den Endanwender realisiert ist. Ganz wichtig und auch herauszustellen ist hier das Thema Berechtigungsstrukturen. Wenn ich mich hier in so einer Live-Datenverbindung bewege, nutzt die SAP Analytics Cloud komplett die Berechtigungsstrukturen, die eben in diesen Ursprungssystemen hinterlegt ist. Das heißt, wenn jemand in ihrem S4-System keine Berechtigung auf einen bestimmten Datenbereich hat, dann wird derjenige auch über die SAP Analytics Cloud nicht auf diesen Datenbereich zugreifen können. Und letztendlich regelt das alles die Live-Verbindung. Sie haben hier wirklich einen vereinfachten Pflege- und Administrationsaufwand, beziehungsweise geht es natürlich komplett in das Thema Data Governance hinein, so dass die Richtlinien hier komplett und durchgängig erfüllt sind. Das Charmante daran, und das habe ich ja hier in diesem Bild ganzheitlich versucht zu schematisieren,
Sie können natürlich auch einen Mix von diesen beiden Verbindungsmöglichkeiten umsetzen. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite die importierten Daten aus den unterschiedlichen Drittsystemen. Das können beispielsweise Marktdaten sein, das sind Preisinformationen, die Sie vielleicht einmal pro Nacht hier einspielen und mit in die Visualisierungen in die Dashboards reinbringen, per Excel zum Beispiel oder CSV-Dateien. Und das sind auf der anderen Seite Ihre operativen Daten, die im ERP-System oder in Ihrem BB-System vorgehalten sind. Und das alles zusammen können Sie letztendlich mischen. Und ja, ich vergleiche die SAP Analytics Cloud ganz gerne wie so ein Hausdach, unter dem eben viele unterschiedliche Systeme und Informationen am Laufen sind, aber für den User ganzheitlich hier zusammengefügt werden und eben auch dargestellt werden können. Vielleicht nochmal eher so ein bisschen im SAP-Style. Hier auf der linken Seite haben wir die sogenannten akquirierten Daten, die Importmöglichkeiten, die heute von der SAP Analytics Cloud hier zur Verfügung gestellt werden. Und auf der rechten Seite die sogenannte Live-Data-Connectivity, vor allem natürlich zu den SAP-Applikationen, zu SAP-Cloud-Plattformlösungen und natürlich und vor allem zu SAP HANA und SAP BW. Zusammengefasst hier nochmal in diesen zwei Spalten. Bei der Online-Connection sprechen wir über die Live-Verbindung. Das ist das Alleinstellungsmerkmal der SAP Analytics Cloud und auch die Strategie der SAP, insbesondere eben auch, wenn wir hier im Kontext Data Governance sprechen. Und bei der rechten Box, bei der Data Acquisition, kann ich, wie vorhin im Beispiel mit den Excel-Tabellen, mit den Preistabellen zum Beispiel, eben die Daten in die Cloud importieren, hier dann auch meine Informationen anreichern, die ich aus internen Systemen habe, beziehungsweise die Daten in der SAP Analytics Cloud hier eben auch weiter modellieren, aufbereiten und Stories aufbauen. Ganz kurz hier nur zur Übersicht. Ein wesentlicher Vorteil hier ist nämlich auch, dass die SAP hier schon vordefinierten Content hier beispielsweise mal aufgeführt für S/4HANA mitbringt. Das heißt, immer wenn Sie ein S4-System im Hintergrund aktivieren, dann gibt es mit ausgeliefert schon vordefinierte Dashboards zu ganz unterschiedlichen Systemen, beispielsweise Liquiditätsplanung, beispielsweise Financial Planning, beispielsweise Retail-Informationen, also wirklich branchenspezifisch hier auch zur Verfügung gestellt und geschäftsbereichsspezifisch zur Verfügung gestellt. Und das gibt es aber nicht nur für die S4, für das S4-Produkt, sondern letztendlich auch für SuccessFactors, für Concur, für die Marketing Cloud. Also sicherlich ein Thema, dem man sich mal annehmen kann. Auch ein Thema, auf das man natürlich weiter aufsetzen kann. Klar, hier sind jetzt einfach nur die Standardtabellen. Da weiß die SAP Analytics Cloud im Hintergrund genau, wo sie zugreifen soll. Das ist schon miteinander verwoben. In der Realität gibt es dann natürlich Besonderheiten und die lassen sich dann aber auch sehr einfach ergänzen. Hier auch ein ganz kurzer Snapshot der Live-Verbindung zur SAP BW. Das sehen wir aber gleich nochmal live und in Farbe. Hier einfach nochmal zur Vervollständigung. Auch zur Vervollständigung habe ich Ihnen hier nochmal die Architektur auf einer High-Level-Ebene dargestellt. Hier mal am Beispiel SAP BW. Das heißt, was ist hier die Voraussetzung? Sie brauchen natürlich die SAP Analytics Cloud und Sie brauchen zur Importverbindung, das heißt, ich lade die Daten aus dem BW-System, aus den BW-Systemen in die SAP Analytics Cloud selbst hinein. Dafür braucht es dann die SAP HANA Cloud, den SAP HANA Cloud Connector und auch den SAP Analytics Cloud Agent. Für eine Live-Verbindung ist auch hier einfach das Ganze nochmal High-Level dargestellt. Früher stand hier von der SAP noch alternativ zum Course hier.
Der Proxy-Server als Verbindungsoption Stand heute und auch nach unseren Projekterfahrungen wird ganz klar auf das sogenannte Cross-Origin Resource Sharing, hier CORS in der Abkürzung und auch besser bekannt, gesetzt und das auch ganz klar für eine Verbindung hier empfohlen. Ja, und jetzt möchte ich auch nicht weiter zwischen Ihnen und der Demo stehen. Dafür begrüße ich jetzt ganz herzlich meinen Kollegen, den Andreas Bahr, und starte hier im Hintergrund auch schon mal die SAP Analytics Cloud, sodass wir hier durchstarten können. Ja, vielen Dank, Nicola. Von mir auch nochmal ein recht herzliches Hallo. Wir sind hier schon direkt in der Modellebene. Das heißt, wir können hier entscheiden, wie wollen wir unsere Daten aus unserem Quellsystem konsumieren. Wie bereits erwähnt, gibt es in der SAP Analytics Cloud zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum einen die Live-Datenverbindung. Das heißt, wir ziehen die Daten direkt aus dem Quellsystem, aus einer Query heraus beispielsweise. Wir können die Daten importieren aus einem CSV oder eben wir können die Daten aus der Quelle direkt importieren, beispielsweise, wie Sie hier auf der rechten Seite sehen, aus einem SAP BW, einem BPC, einem S4HANA, einem SAP ERP oder eben auch aus einem Google-Dienst heraus. Was gibt es dann für Möglichkeiten? Das heißt, bei der Live-Datenverbindung hängt die Modell, das heißt die Datenaufbereitung, innerhalb des Quellsystems. Das heißt, wir konsumieren nur die Daten aus dem Quellsystem direkt. Das heißt, wir können hier den Systemtyp einstellen. In unserem Beispiel haben wir ein SAP BW oder ein SAP HANA, wo wir die Daten herausziehen können. Und wir haben jetzt hier auch dann gleich schon eine erste Berechtigungsabfrage. Das heißt, wir müssen uns über dieses CORS, was die Nicola uns gerade eben erzählt hat, eben schon eine Abfrage erstellen. Und um diese Abfrage erstellen zu können, müssen wir uns gegen das System eben verbinden. Das heißt, das System fragt mich nach meinem Benutzername und nach meinem Kennwort. Das heißt, ich bin hier schon mal einen Schritt in der Sicherheit mehr gewährleistet, als wenn ich die Daten importiere. Das werden wir im nächsten Step dann sehen, wenn wir die Daten per Import Connection hineinziehen in die SAP Analytics Cloud. Wenn wir die Daten eben aus einem SAP BW importieren, wählen wir den Import-Job aus, sozusagen diesen Connector, und er ruft sozusagen die Daten dann vom Quellsystem ab und wir können sie sozusagen dann importieren. Und wir sehen da, es kam keine Berechtigungsabfrage, das heißt, ich kann die Daten direkt konsumieren. In diesem Beispiel würde ich dann auch schon empfehlen, eine Berechtigungsstruktur innerhalb der SAP Analytics Cloud anzulegen. Das heißt, wer ist mein Admin, wer kann eben so eine Import-Connection aufbauen und wer kann nachher auch diese Daten entsprechend konsumieren. In dieser Ebene sind wir dann eben in dem Live-Datenmodell. Das heißt, wir haben die Daten per Live-Connection angelegt. Wir sind direkt verbunden mit dem Quellsystem. Und wir sehen hier unsere Dimensionen, das heißt unsere Merkmale, die wir konsumieren können aus unserem System oder auch die Kennzahlen. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Wir können bei den Kennzahlen die Skalierung verändern, wir können die Dezimalstellen verändern, wir können noch eine Formel erstellen. Was wir aber nicht können, ist eine weitere Kennzahl hinzufügen. Sie sehen in diesem Screen, dass es sich um ein Live-Datenmodell handelt, wenn wir eben auf Datenquelle abrufen gehen. Das ist der Unterschied. Wir sind jetzt hier beim Import. Wir haben die Daten importiert. Wir haben hier nochmal die Möglichkeit, die Daten nachzujustieren. Wir können entscheiden, ob diese Spalte A, die Spalte B, ist es eine Kennzahl, ist es eine Dimension, ist es vielleicht eine zeitliche Geschichte. Wir können hier den Typ nochmal ändern. Das können wir bei der Live-Connection eben in diesem Beispiel nicht. Wir können die Datenqualität überprüfen. In diesem Fall sieht das sehr gut aus. Wir können eben auch nochmal über dieses Layout schauen, was gibt uns die
was geben uns die Daten her und was können wir noch? Wir können die Daten kombinieren aus anderen Systemen. Wir können CSV hochladen oder beispielsweise wir können eben aus einem SuccessFactors Daten konsumieren. Wir können Hierarchien anlegen und wir können auch geografische Daten hineinladen und eben sozusagen geografische Punkte erstellen. Das können wir bei der Live-Verbindung auch. Allerdings muss dies dann im Quellsystem geschehen. Wenn uns das Ganze dann auch gefällt, können wir das Ganze dann auch, wenn wir mit den Daten zufrieden sind, können wir das ganze Modell dann auch erstellen. Und wir sind dann in der nächsten Ebene, wenn wir das Modell erstellt haben, dann sind wir auf der gleichen Ebene, wie Sie hier drüben auf dem anderen Tab gesehen haben. Da sind wir dann auf dieser Ebene. Wir sind hier jetzt auf derselben Ebene. Und Sie sehen jetzt gleich den Unterschied zwischen diesen beiden Ebenen, was sich bei der Import und bei der Live Connection unterscheidet zwischen SAP Analytics Cloud Import und Live Connection. Beim Import kommen die Daten ja eben nicht real-time aus dem System. Das heißt, ich muss mich entscheiden, wie oft möchte ich diese Daten in die SAP Analytics Cloud laden. Ich kann sie stündlich laden, ich kann sie auch wöchentlich laden. Das kann ich eben über diese Zeitplaneinstellung, kann ich diese Import-Jobs für mich anlegen. Und ich kann die Abfrage auch nochmal nachbearbeiten. Das heißt, ich kann eventuell noch was hinzunehmen. Vielleicht sind neue Kennzahlen hinzugekommen, die kann ich dann nochmal nachjustieren. Und das ist eben dann auch nochmal, Sie haben den anderen Screen noch im Kopf. Wir haben dann hier eben die Möglichkeit, beim Import weitere Möglichkeiten nachzujustieren. Wir können den Kontotyp festlegen, wir können den Aggregationstyp festlegen, wir können Hierarchien auch anlegen, was wir in der Live-Daten-Connection eben nicht die Möglichkeit haben. Wenn uns das dann alles sozusagen fertig ist, können wir dann die Daten konsumieren, entweder aus der Live-Connection, aus der Import, oder wir können eben innerhalb einer Story auch die beiden Datenquellen zusammen konsumieren, das heißt den sogenannten Data Blending vollziehen. Wir haben in diesem Beispiel jetzt drei verschiedene Möglichkeiten angelegt, das heißt wir haben auf der ersten Story-Ebene eben eine Query, eine Live-Data, Live-Daten-Query mit einem CSV miteinander vermischt. Das heißt, wir haben die entsprechenden Dimensionen miteinander verknüpft, so dass wir aus beiden Datenquellen die Daten konsumieren können. Über diese Dimensionsverknüpfung können Sie dann eben festlegen, was Sie miteinander verbinden wollen. Links Live-Daten, rechts das Excel-Sheet. Dann haben wir eben die Möglichkeit, innerhalb der beiden Datenquellen miteinander zu agieren. Wir können eben beispielsweise hier eine Tabelle erstellen, die beide Datenquellen anzapft. Wir können sie miteinander kommunizieren lassen, konsumieren. Wir können damit Berechnungen erstellen. Oder ich habe die Möglichkeit, ich habe in meinem SAP BW natürlich mehrere Queries. Was mache ich, wenn ich aber Daten aus den verschiedenen Queries benötige? Ich kann sie innerhalb einer Story miteinander wiederum konsumieren über Data Blending. In diesem Beispiel haben wir drei Queries aus einem BW miteinander verbunden und haben eben über die Dimensionseinstellung, Verknüpfung wiederum die entsprechenden Dimensionen miteinander verknüpft. Und haben dann eben die Möglichkeit, die verschiedenen Daten miteinander zu konsumieren. Es gibt aber Unterschiede zwischen einer Import- und einer Live-Datenverbindung. Aktuell beim BW4 gibt es schon ein bisschen mehr Möglichkeiten als beispielsweise bei einem BW7.5. Können wir eine Abweichung hinzufügen? Hier auf der linken Seite haben wir wiederum das CSV. Da haben wir die Möglichkeit, Abweichungen hinzuzufügen, die auch beispielsweise eine Version hinterlegen. Ich habe beispielsweise Plandaten und Ist-Daten oder ich habe einen zeitlichen Aufriss. Den möchte ich miteinander vergleichen in einer Abweichung. Das geht wiederum aktuell bei der Live-Daten-Connection beim BW4 nur die Möglichkeit, dass ich eben Abweichungen hinzufüge und miteinander verknüpfe.
Des Weiteren haben wir bei einer CSV die sozusagen die weiteren Funktionsmöglichkeiten mit Smart Insights oder Smart Discovery zur Verfügung. Das geht bei der Live-Daten-Connection aktuell noch nicht, steht aber natürlich auf der Roadmap. Ein weiterer Unterschied ist, natürlich sind die ganzen Berechnungen, die ich bei einem Import vonstatten oder durchführen möchte, habe ich hier nochmal den Berechnungseditor, die Möglichkeiten. Und im Vergleich zur Live-Daten-Connection kann ich diese Berechnung auf berechnete Kennzahlen erstellen oder Kennzahlen einschränken. Alle weiteren Berechnungen, die Sie gerade eben gesehen haben, muss ich direkt in der Datenquelle vollziehen. Hier sehen Sie dann auch, Smart Discovery wird derzeit eben nicht für Live-Datenmodelle unterstützt. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Sie können über eine App sozusagen, über die SAP Analytics Cloud App, können Sie die Daten ebenfalls konsumieren, ob Import- oder Live-Datenverbindung. Es wird bei der Live-Datenverbindung via App auch die Berechtigung abgefragt. Bei der Import muss ich eben in der Sicherheit einen Benutzer, ein Team erstellen und muss die entsprechenden Rollen verteilen. Und genau, das heißt, wenn ich im Import benötige ein Berechtigungskonzept innerhalb der SAC und bei der Live-Datenverbindung benötige ich kein Berechtigungskonzept extra, weil ich eben die Abfrage gegen das System habe. Allenfalls, ich möchte innerhalb der SAC noch weitere Teams hinzufügen und sozusagen die Kommunikation und Kollaboration zwischen den einzelnen Teams vorantreiben. Und somit sind wir auch mit der Demo schon am Ende und ich würde auch nochmal übergeben an meine Kollegin, Frau Neik, und bedanke mich nochmal von meiner Seite aus. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, Andreas. Da sind mir dann doch noch ein paar wichtige Worte hier an der Stelle abschließend notwendig. Denn was ich dann nach dieser Demo hier ganz klar mitgeben möchte, ist die Aussage, dass die Einstellung der Konnektivitäten sicherlich hier keine One-Man-Show ist, sondern sehr wohl überdacht sein sollte. Ich denke, es wird wirklich deutlich, dass es hier recht viele Abhängigkeiten gibt. Von den Funktionen natürlich, andererseits wieder von den Berechtigungen. Welche Daten sind eben sensitiv und sollten eben auch hinter der Firewall verbleiben. Und das alles ist natürlich auch in Abhängigkeit von unterschiedlichen Verantwortlichen im Unternehmen und entsprechend müssen diese eben auch da zusammenarbeiten. Und das bringt eben auch eine solche Lösung am Ende des Tages mit sich. Wie vorhin schon mal gesagt, ich stelle mir das wirklich immer vor wie so eine Form von Analytics-Dach über sämtliche Unternehmensbereiche hinweg. Und da gibt es eben über die eigenen Abteilungsgrenzen hinaus, über die einzelnen Organisationseinheiten hinaus nochmal andere Prozesse, andere Verantwortlichkeiten, vielleicht auch andere Sachverhalte. Und die müssen hier am Ende des Tages zusammengeführt werden und hier muss zusammengearbeitet werden. Vielleicht einfach mal so ein Ausblick. Wir haben ja jetzt der Demo noch mal kurz ein paar Restriktionen auch gehört. Was geht mit der SAP Analytics Cloud Live Connection? Derzeit geht noch mehr, das muss man ganz klar sagen, in der Importfunktion. Aber ich möchte einfach mal einen kleinen Ausblick mir erlauben, den ich so auch in Screenshots schon für die zukünftige Entwicklung aufgezeigt bekommen habe. Was in einem der letzten Vorträge sehr spannend war, war eben die Aussage, und der stimme ich auch zu, da ist das menschliche Gehirn doch sehr kreativ und was wir auch immer wieder in unseren Projekten feststellen ist,
dass, wenn eben nicht die richtigen Dinge hier unterstützt werden und man auf die richtigen Fragestellungen keine Werkzeuge zur Hand bekommt, dann nutzt man oder findet man eben andere Wege und andere Lösungen, diese Antworten geben zu können. Und das ist auch durchaus erkannt. Hier geht die Reise weiter innerhalb der SAP Analytics Cloud. Das heißt, diese dringende Anforderung der End-User, wirklich flexible Datenstrukturen zu haben und damit auch, ich sag mal, den Weg von der Datenaufbereitung bis zum Konsum der Daten einfacher zu machen, das ist hier komplett angedacht. Ich habe hier mal einfach einen Screenshot aus so einer Präsentation und aus dem Lab entsprechend mitgebracht. Die SAP entwickelt hier derzeit wirklich an sehr innovativen Konzepten, ganz klar mit dem Ziel der agilen Datenaufbereitung und entsprechend auch dem agilen Analytics, dass man das zur Verfügung stellen kann, unter der gleichzeitigen Berücksichtigung eben von Data Governance Aspekten. Und das ist ja tatsächlich dieses Gap und tatsächlich diese Herausforderung. Aus unserer Sicht geht das Ganze also mit der SAC ganz massiv in eine sehr richtige und sehr mächtige Richtung. Und in diesem Sinne würde es mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam über Ihre individuellen Fragestellungen dazu diskutieren könnten, dass wir gemeinsam dazu Lösungen entwickeln. Wie gesagt, das haben wir in dem einen oder anderen Projekt durchaus schon getan, mit den Endanwendern, gemeinsam mit der IT hier die optimale Lösung gefunden. Und ja, damit Sie das tun können, möchte ich Ihnen natürlich hier auch unsere Kontaktdaten nicht verschweigen. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ja, ein bisschen Zeit, das Ganze sacken zu lassen und bis zu unserer nächsten gemeinsamen Begegnung alles Gute.